Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mario-Projekt auf meinem Kanal. Da steht schon Super Mario World oben und Learn to Kaizo ist also ein Super Mario World Hack. Ganz einfach aus folgendem Grunde, weil ich hatte eine Challenge verloren im Super Mario Maker und weil ich die dort verloren habe, also ich wollte ein Level abschließen, wo mir darin zuvor schon mal der Kragen kam, also da wollte ich mich noch einmal dran versuchen, um das mal kurz zu erklären und habe es aber nicht geschafft, nicht weil ich zu mies war, sondern weil mir da die Zeit runtergerannt ist und ich dadurch eben ein Leben verloren habe. Und ich habe eben gesagt, ja, sollte ich in dem Level jetzt ein Leben verlieren, so werde ich Mario World oder Super Mario World auf meinem Kanal zocken. Dann kam wiederum der Banzai Chuck und meinte, Mann, dir fehlt da eine richtige Bestrafung. Oder, naja, das meinte er so nicht, aber das kann ich mir so vorstellen, dass das gewesen ist. Da ist jetzt auch ein bisschen was Eigeninterpretation von mir aus drin, das muss ich zugeben. So meinte er, versuch dich doch eher als Strafe dann eben an Super Kaizo World, an Kaizo Mario World, so heißt es ja, korrekterweise. Und da dachte ich mir, okay, als Vorbereitung darauf übst du mal ein bisschen solch Kaizo-Hacks. Also zumindest die Grundlagen, die da eben gilt, anzuwenden in den Kaizo-Hacks. Und dafür gibt es hier einen wunderbaren Hack, der nennt sich Learn to Kaizo. Den habe ich mich auf SMW oder SMW Central gefunden, was so ziemlich, ja, kann man so sagen, die größte Mario World oder generell 2D Mario Hack-Seite ist im Netz, sondern irgendwo anders. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ach nee, über Baby. Baby Mario World? Heißt das Baby Mario World oder heißt das Baby Kaizo World? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, wie genau der Hack dort hieß. Und da hat mir eben, also den hatte ich auch runtergeladen, da hat mir eben empfohlen, zuallererst Learn to Kaizo abzuschließen. Gut, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen der ganze Sinn hier hinter. Das kommt jetzt immer sonntags. Fängt, glaube ich, heute auch an, einen Sonntag an. Ich glaube schon. Bin ja jetzt ziemlich zeitnah. Jetzt mit der Aufnahme an dem Sonntag dran, weil für diesen Sonntag, also Samstag, läuft ja dann eben die Aufnahme in Super Mario Maker. Oh, ich muss riesig viel aufpassen, dass ich da nicht was verwechsel mit den ganzen Mario-Titeln. Da läuft ja dann der Mario Maker aus an dem Sonntag, an dem Samstag vielmehr. Und an dem Sonntag darauf, dann kommt eben diese Folge. Und so will ich's dann eben beibehalten. Ich weiß noch nicht, wie lange ich heute mache. Ich denke mal, so ein Stündchen wird es hier drin werden. Dann kommt jeweils immer an einem Sonntag dazu eine Folge. Gut, legen wir los endlich mal hier. Viel zu viel gesappelt schon wieder. Muss sagen, bin hier nicht ganz blind drin. Hatte zuvor mal reingeguckt, aber ja, so weit habe ich nicht gezockt gehabt. Glaube, hatte das erste Castle da abgeschlossen gerade und dann habe ich nicht weitergemacht. Hello and welcome to Learn to Kaizo. You will encounter the most used Kaizo tricks in this hack. Okay. Heißt also, man heißt uns oder mich in dem Fall willkommen zu Learn to Kaizo. Und ja, in diesem Hack, wie eben zuvor schon erklärt, da werden dir so die gängigsten Kaizo Tricks eben beigebracht. Gut, legen wir los. Was ist denn hier eigentlich drin? Ich glaube, ich war noch nie in Yoshis Heim. Ach so, das ist nach wie vor Yoshis Heim. Ach nee, da gibt's zwei Infoblöcke hier in der Mitte gar. You can reset every level by pressing L and R together if you find yourself in a softlock. Ach, softlocken kann man sich hier auch. Mhm. Also wenn ich L und R hinten auf den Controller gleichzeitig drücke, dann kann ich mir dadurch resetten dann eben, falls ich irgendwo festklemme und er nicht zurückgeht. Ach so, hier unten, ja, hab auch noch nicht erklärt, man sieht jetzt so ein Interface da. Auch noch nie drauf eingegangen. Ja, ich denke mal, das ist klar mit L und R. Dass wenn du feststeckst, drückst du hinten L und R gleichzeitig, geht das hier? Ja, das geht sogar hier, okay. Und dann wirst du zurückgesetzt an ihm. Ja, das Interface, das habe ich auch von Banzai Chuck. Oder da habe ich zumindest zum ersten Mal so entdeckt. Und da habe ich mir im Internet dann eben schlau gemacht, wie man das dann eben einfügen kann, wie sich sowas einfügen lässt. Und das geht prima easy eigentlich über OBS. Prima easy! Und warum da so ein Monkey-Bild oder so ein Kätzchen-Bild viel mehr hängt, was so gar nicht, oder was man mit mir persönlich auf meinem Kanal zumindest nicht in,
ja, in Verbindung bringt, das hat folgenden Grund. Das ist eigentlich mein Profilbild aus dem LPF, aus dem deutschen Let's Play Forum. Und dann habe ich da einfach reingehangen, ja, weil halt ein bisschen was schicker werden sollte. Habe mich halt ein bisschen was ausgetobt in Photoshop dann eben. To leave a level, press start and select together. Have fun. Okay, Start Select drücken und dann kannst du die Biege machen aus einem Level heraus. Sollte auch klar sein. Gehen wir es an. The Simple Jump haben wir hier. Oder auch zwei Infoblöckchen. Every Kaizo player needs to know how to jump. To jump, simply press the B-Button. Also B-Knopf zum Springen. Ich habe jetzt auch noch die Y-Taste gedrückt für schneller Rennen. Das habe ich mir so angewöhnt. Dann eben immer Y gedrückt oder kannst hier oben auch X drücken. Aber B ist dann eben der normale Sprung, sollte klar sein. When you jump and you keep holding your jump button, you fall slower than without holding jump. Okay, das wusste ich so vorher noch nicht. Also jetzt, seitdem ich diesen Hack hier gespielt habe, war ja auch nicht lang, wo ich hier drin gewesen bin, da wusste ich das dann erst. Also wenn du B beim Springen gedrückt hältst in der Luft, dann fällt er langsamer, als wenn du B in der Luft loslässt. Also so fällt er dann eben schneller runter. Und wenn du gedrückt hältst, dann bremst er so ein bisschen den Fall ab. Ist ja für einen Normalo-Spieler vielleicht schwierig zu sehen, zu beobachten, wenn ich hier jetzt so rumspringe vielmehr. Aber man fühlt es eben auch beim Socken dann. Oh, nein! Okay. Da geht's schon los. Ein versteckter Block dann noch gewesen. Den hatte ich beim ersten Mal gar nicht erwischt. Ich dachte, was ist denn das hier für eine Aufgabe? Was hat denn das mit Kaizo-Leveln dann eben zu tun, wenn du bloß immer so einen Abgrund springen musst? Aber ja, durch Glück dann eben doch irgendwie rübergekommen, denke ich mal. Na, so war es ja dann auch gewesen, weil von denen wusste ich echt nichts. So, to pass this chuck gate, jump when the chuck's hands are on the ground, so he jumps too, then simply run under him. Okay, das heißt, wenn seine beiden Fäuste auf dem Boden, wenn er sie auf den Boden drückt und ich dann springe, dann springt er mit mir hoch. Und diesen Moment muss ich dann eben ausnutzen, um unter ihm herzurennen, dann eben schnell. Dazu brauche ich ein bisschen Anlauf. Oh, das war zu mies. Muss mir hier auch erst wieder ein bisschen was einzocken, muss ich dazu sagen. Aber hier brauchst du schon Timing dafür, weil du hier eben nicht viel, oh, ich dachte, er springt gerade. Nicht viel Platz auch hast für deinen Sprung dann eben und eben nach diesem Sprung dann eben Speed aufzubauen. Warte mal, wir können ja auch einen Schraubesprung nehmen, denn da springst du dann eben halt nicht so hoch mit. Ah, diese Mannschaft. Hab wieder nicht auf die Fäuste geachtet. Jetzt aber. Da kommt der Chuck hoch, glaube ich, gerade. Oh, der springt nicht, der Sack. Ich weiß nicht, ob das aus jeder Position funktioniert oder ob man da nicht dran stehen muss an ihm. Das kann ich gar nicht genau sagen. So, jetzt aber. Oh, dieser Mannschaft. Geht schon gut los hier drin. Ich springe auch immer im verkehrten Zeitpunkt, wenn man dann die Arme hoch hat. Ja, weil das hinten auch ein bisschen was ablenkt. Warte mal, ich probiere mal eben kurz. Kann ich das machen, ohne dass mir das abschmiert? Müsste eigentlich. Ach nee, ich komme ja hier nicht raus. Dann müsste ich das Spiel pausieren. Dann bleibe ich mal so. Weil ich sehe im Hintergrund noch OBS. Und neben meinem Fensterchen, worin ich hier gerade Mario socke, da ist direkt OBS das Bild, was OBS schmeißt, dann eben im Hintergrund auszusehen. Und das ist, ja, das ist ein bisschen was irritierend, weil das Fenster, worin ich hier zocke, in den SNES Dingsy, das hat keinen Rahmen für mich. Und da geht das Bild in Bild eigentlich ohne Rahmen irgendwie ineinander über. Und das, ja, das ist manchmal schon konfus zu beobachten gerade. So, Reverse Chuck Gate müsste das sein. You need to hold the jump A, B and run Y und X Button to cross one tile wide gaps. Wie, aber da muss ich doch kein Springen für gedrückt halten, oder? Das geht doch auch, wenn ich da einfach schnell rüberwetze, oder nicht? Das hatte ich doch beim ersten Mal auch gehabt, als ich hier drinne war.
Also sie sagen, du sollst Spring gedrückt halten und eine Taste, auf der du schnell rennst, in meinem Fall dann eben den Y-Knopf, den ich gerade runterdrücke. Ach nee, so wart ja da auch gemeint, glaube ich, ne? A, B? Aha. Doch, du sollst beide quasi drücken. Mhm. Also, dann mache ich das mal. So. Aber ich glaube, da bin ich mir ziemlich sicher, das hätte auch funktioniert, hätte ich da den Sprungknopf, die Sprungtaste nicht noch zusätzlich zugedrückt. Gehalten für diese Lücke. Kaiser Won Hommage ist das. Eine Hommage an ersten Kaiser. Oh, hier geht's ja schon los. So, Timing. Ah, Tobi. Oh, schade. Weiß nicht, ob das so anfängt. Doch, ich glaube schon. Ich habe mal Kaiser Mario World gesehen. Auf YouTube, da wo Google oder die Google-Stimme das irgendwie gespielt hat. Aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass das erste Level dort ist. Na gut, das heißt ja hier auch nicht, dass das erste Level daneben sein muss. In dem Kaiser Mario Level dann? Kaiser Mario World Titel. So, jetzt kommt Mario. Diese Timing drauf zu bekommen auch. Das habe ich noch nicht ganz raus. Na, boah, schade. Bin nicht mehr zum Abspringen dort gekommen, an der Kante. Kann ja hier oben auch nicht drauf stehen bleiben, denn sonst passiert gar nichts. Denn dann passiert gar nichts sonst. Na, komm schon. Wow. Jetzt aber. Wunderbar. Boah, schade. Schade. Da wollte ich es wieder so perfekt wie möglich machen. Ich hätte einfach bloß die Welle dort reiten müssen. Oh, der kriegt aber doch Speed. Also, ich muss mir wieder ein bisschen was dran gewöhnen. An die ganze Chose hier. Schon wieder ein bisschen was her, wo ich hier drin war. Das letzte Mal. Am Emulator gezockt. Habe. So, jetzt komm aber, Mario. Ich weiß auch noch, oh, schade. Noch gar nicht, wie ich das ganze Special dann nennen werde. Das ist jetzt so ziemlich auf blauen Dunst daneben kurzfristig entstanden. Aha. Obwohl ich hier drin auch schon, wie gesagt, eine Zeit lang schon nicht drin war. Bloß das wollte ich halt alles offscreen erledigen. So dachte ich mir, kannst du ja trotzdem zeigen, wie du hier ein bisschen was rumtrainierst dann eben. Hat mir dann eben diesen Hack gesogen. Zusammen mit Baby Mario World. Und, oh, scheiße. Ich bin immer noch am Nesekraulen gerade. Die kribbelt schon wieder. Das geht schon wieder los, ey. Jetzt aber rüber da. Oh, schade. Musste echt noch später rauf auf die Kugel Willis. Und hab da mal kurz reingeguckt dann. Wie gesagt, in den Heck. Aber sonst ist da nicht weiter was passiert. Also war da nicht groß am Üben eben drin. Ja, aber die Aufnahme hier, die war echt spontan. Nun, dass ich hier drin was aufzeichne. Timing is key. Obwohl ich auch gestern den ganzen Tag damit verbracht habe, mir da irgendwie so ein solch Menüleiste da, also solch OBS-Dings hier da zu basteln. Ihr wisst schon, ihr seht ja schon mit dem Controller und so. Das ganze Photoshop-Geschissel. So, wait until the Lava Lotus shoots, then spin jump on it and hold the spin jump button. Okay. Wir sollen also einen Spin Jump da drüben rauf machen und uns dann von unten durchbohren, heißt das. Dazu muss ich aber hier irgendwie durchkommen. Oh, prima, perfekt. Bin schon Profi, ey. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ich glaube, weil hier hatte ich das erste Mal, wo ich da kurz mal reingeguckt habe, auch meine Probleme gehabt somit. Da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er direkt beim ersten Mal sitzt. Skyraft Jumps kommen nun. Ach so, ja. Stimmt. Hüssa. Da musst du immer hinten drauf springen.
da ist das besser. Dann hast du vorne eine große, ich sag's auch noch, eine große Fläche, eine größere Landefläche daneben für ein Mario, während die Totenköpfe dann eben unten durchwandern. So mitnehmen. Oh, schade. Die Fledermaus. Oder was auch immer. Na doch, müsste eine Fledermaus sein. Die hängen doch kopfüber, glaube ich, an der Decke, ne? Ja. Oh, schwierig, schwierig. Oh, hat er aber gemeistert, der Tobi. Prima, gut, ey. Das klappt ja richtig gut. Gerade. The Disco Shell kommt jetzt. Oh ja, auch schwierig mit dem Timing. Also wenn du so gar nicht geübt drin bist. Try to stay on the right side of the Disco Shell. Okay, wir müssen also mit einem Drehsprung rauf und immer auf der rechten Seite von diesem Panzer. Dort müssen wir dann eben abspringen. Versuchen. Ach nee, im Drehsprung nicht. Stimmt. War verkehrt. Mit einem normalen Sprung vielmehr, beim Drehsprung. Der plättet ihm ja. Und weil, ja, diese Disco Shells solch Homing-Funktion haben, kommen sie dann eben immer unter dir dann eben mit. Musst du aufpassen, musst du immer ein bisschen was korrigieren, deinen Sprung, weil kann es auch zu schnell sein, anstatt zu langsam, dann eben für diese Disco-Shell-Dingsy, für dieses. Aber gut geklappt, gut geklappt. Musst halt ein bisschen ausloten daneben unter dir. Oh, ich bin hier schon wieder was viel zu langsam, glaube. Den hätte ich gleich rüberlotsen müssen. Wir lesen aber erstmal den Block dort. You are able to spin jump on the Porcupuffer. Just do that and cross the pit. Okay, wir sollen also, wie gehabt, rauf spin jumpen auf ihm. Wie er da abtaucht, ne? Da können wir ja resetten hier schnell mal. Und mit ihm dann eben diesen Abgrund überqueren. Ähnlich wie zuvor mit der Disco Shell. Nur eben hier den großen Banseifisch. So, das war halt auch hierfür. Mann, das läuft ja prima. Das krieg alles in der ersten Folge hier schon gewuppt, oder wie? Zumindest bis zum ersten Castle. Das kann ja nicht mehr so weit hin sein, glaube ich. Press down to win, heißt das Level.